Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute montieren wir diese Montagewinkel für die Self-PV-Anlage. Alles, was ihr dazu braucht, erfahrt ihr hier im Video und wie es funktioniert natürlich auch. Ihr braucht für eine 600 Watt Anlage mit zwei Panels 6 solche Halter und 2 von einer Querstange, habe ich ja schon im letzten Video gezeigt. 2 von der Schraube jeweils pro Halterung. Dann braucht ihr ein Stück Holz, einen Zollstock. Und Akkuschrauber mit Bohrer zum Vorbohren und ein Bit für die Schraube mit Holz. Und ich würde sagen, los geht's. Den Ziegel möchte ich jetzt rausnehmen. Ich habe hier schon 2 Halterungen montiert. Das wäre die dritte hier für die Leiste. Dann geht ihr einfach hier eine Ziegel höher und eine nach rechts. Tippt die hier an, klemmt euch so irgendwas drunter, entweder Zollstock oder ein Stück Holz. Dann könnt ihr die ein bisschen hochschieben schon mal. Und rausnehmen. So. Ich muss gestehen, ich habe hier jetzt gerade eben schon mal vorgebohrt. Wir machen jetzt nur hier das Video, weil weiter oben wird es schwieriger zum Filmen. Jetzt habt ihr noch so eine Halterung. Jetzt auch ist die Halterung hier raus, wo das flach ist. Und irgendwo müsst ihr hier eine Dachbalke dran. Die Halterung selbst muss hier rauslaufen. Dementsprechend braucht ihr irgendwo eine Dachlatte oder einen Balken, wie bei mir. Ich habe jetzt hier das so ausgesucht, dass ich hier dran gehe. Die Löcher seht ihr. Als erstes müsst ihr natürlich da vorbohren dann. Hier habe ich jetzt einen Abstand überall von 3 cm von dieser Kante hier quasi an die Kante, wo nachher die Ziegel liegt. Ist natürlich bei euch vielleicht anders, aber da müsst ihr halt einfach ein bisschen drauf gucken. Genau. Dann hier reinbohren. Und jetzt die Halterung festschrauben. So. Jetzt muss an dem oberen Ziegel was rausgeschliffen werden. Da hebt ihr euch denn hier hin, macht euch 2 Markierungen. Ich schleife bei mir auf jeden Fall alles komplett raus hier mit der Flex, von dem her, ja, müssen wir nicht unbedingt markieren. Bei meiner Dachziegel sind es hier so 3 Stege, die flexen wir jetzt ab und natürlich die Schutzbrille nicht vergessen. So, jetzt ist hier schön flach und jetzt passt bei mir auch schon der Bügel das Flacheisen durch. Jetzt muss der Ziegel natürlich noch wieder rein. Ist jetzt ein bisschen schwieriger, weil hier die Halterung mit dran ist und ich nur eine Ziegel rausgenommen habe. Hier könnt ihr ein bisschen abnehmen. Dann wird das Holz raus. Gucke, dass alles sauber liegt. Und jetzt darf hier die Ziegel muss halt natürlich schön aufliegen wieder. Ihr habt jetzt hier, seht ihr die Halterung draußen. Und jetzt hebt ihr auch richtig. Ziegel ist wieder drin und dann ist es auch von 10 Minuten pro Anker ungefähr. So, hier haben wir die Schrauben mit dem Schraubenkopf und die wird jetzt hier einfach reingeführt. Ich tue die jetzt schon ungefähr so hinmachen, wie sie sein soll nachher. Ungefähr so und jetzt geht's hoch. Ich habe jetzt den Fall, dass hier in der Mitte Abstand dazwischen ist. Außer liegt es jeweils auf. Das ist, weil das Dach ein bisschen, denke ich, schräg ist. Hier oben sieht man das auch in der oberen Leiste. Da habe ich jetzt einfach mit aufgeschlitzte oder aufgeflexte Unterlagscheibe gearbeitet und die dazwischen geklemmt.
So, hier habe ich jetzt direkt vier Unterlagscheibe drunter, also nicht aufgeflext, sondern schön drunter gemacht. Ich denke, das passiert immer wieder, wenn er sowas macht, weil Dach ist ja nie hundertprozentig eben, von dem her kann das passieren. Ich bin ja auch kein Profi und mache das zum ersten Mal, von dem her. Eigentlich sieht es ganz gut aus. So, für heute reicht's. Ich habe meine Querträger auf dem Dach. Was ich euch noch als Tipp geben kann, schaut nicht so arg auf die Ausrichtung von den Dinger, weil ihr könnt da mit den Panels und mit den Halterungen, die sind ziemlich variabel zum Einstellen. Ihr braucht da nicht auf den Millimeter genau die Schiene ausrichten, auch nicht in der Höhe und auch nicht im Wasser. Muss nicht unbedingt sein, weil man diese Klemme individuell festmachen kann. Und ich habe auch Rundungen dran, das heißt, auch wenn die Stange unten drunter nicht hundertprozentig waagrecht zu der Ziegel wäre, wäre es jetzt nicht unbedingt ein Problem, außer dass das Panel nicht 100% aufliegt. Aber vom Festmacher her gibt es da kein Problem nachher. Dann möchte ich mich bedanken fürs Zuschauen. Gebt mir einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Video.